Es ist Ende April 2024 und ich nehme euch wieder mit auf eine kleine Tour durch meinen Balkongarten und zeige euch, wie die Jungpflanzenanzucht gerade aussieht. Endlich wieder Sonne, nach zwei richtig kalten und frostigen Wochen. Also bei mir hier war von leichtem Schneefall über Hagel und eisigem Wind einfach alles dabei. Ich hatte deshalb in den letzten 10 Tagen auch wieder die Abdeckhauben auf dem Balkonhochbeeten drauf und ein paar andere Kulturen mit Vlies geschützt. Und soweit ich bisher gesehen habe, scheint auch alles überlebt zu haben. Ja, und weil heute die Temperaturen mal wieder zweistellig sind, dürfen auch gleich die Jungpflanzen draußen stehen und eine Zeit lang die Sonne genießen. Mit der Anzucht bin ich dieses Jahr sehr zufrieden. An Tomaten habe ich 3 Sorten, und zwar die Stabtomate Gardener's Delight, die Buschtomate Bayaya und die kleine kompakte Balkontomate Tom Fall. Bei den Paprika habe ich 2 Sorten, die rote Snackpaprika Piquillo und die orange Mini-Paprika Sweet Chili. Naja, und die Kürbisgewächse, also Gurken, Zucchini und Melone, sind mal wieder in die Höhe geschossen, weil es in meinem Wohnzimmer durch das trübe Wetter in den letzten 2 Wochen natürlich viel zu dunkel war. Aber das geht schon. Die setze ich beim Auspflanzen dann einfach richtig tief ein. Das hier, das ist roter Pak Choi. Den hatte ich Mitte Februar in der Wohnung vorgezogen und Mitte März dann ausgepflanzt. Der Pak Choi hatte in den letzten beiden kalten Wochen keinen Schutz, hat aber dennoch die 1-2 Nächte, wo es diesen leichten Frost gab, bestens ausgehalten. Also der ist da relativ unempfindlich, finde ich. Hier in diesem Hochbeet wachsen Spinat und Mairübchen. Den Spinat habe ich Ende Februar direkt ausgesät und die Mairübchen habe ich Mitte Februar in der Wohnung vorgezogen und Mitte März ausgepflanzt. Ja, und schaut mal, mittlerweile kann man sogar schon kleine Knollen erkennen. In den nächsten beiden Hochbeeten hatte ich Anfang März gekaufte Batavia-Salatsetzlinge gepflanzt und Radieschen ausgesät. Ja, und weil im warmen März dieses Jahr alles richtig schnell gewachsen ist, konnte ich schon ein paar Mal eine schöne große Schüssel Salat ernten. Einige von euch haben sicher vor einiger Zeit schon die Story auf Instagram gesehen. Mein Neuzugang dieses Jahr auf dem Balkon ist ein Rosenbogen. Den habe ich in 2 30-Liter Pflanzsäcke eingegraben. Er war recht günstig und ist sehr leicht, dafür aber auch ziemlich wackelig. Also ich bin echt gespannt, ob er die Pflanzen überhaupt aushält. Auf der linken Seite will ich eine Stabtomate pflanzen und hochbinden und auf der rechten Seite Stangenbohnen aussäen, die dann am Rosenbogen hochranken können. So der Plan. Mal sehen, ob das auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. So sieht meine Heidelbeere gerade aus. Man sieht ganz gut, dass sich durch den Kälteeinbruch die Blätter wie im Herbst rot verfärbt haben. Die letzten 10 Tage hatte ich die Heidelbeere in Vlies eingewickelt und hoffe mal, dass die Blüten nicht erfroren sind. Die Zuckererbsen sehen ganz okay aus. Ausgesät hatte ich Ende März direkt in diesen Pflanzsack, und zwar die Sorte Norli.
Ich hoffe mal, dass die Zuckererbsen mit den wärmeren Temperaturen jetzt ordentlich Gas geben, denn als Folgekultur soll nämlich dann Ende Mai eine Zuckermelone in den Sack einziehen. Das sind rote Zwiebeln. Da hatte ich im letzten Herbst Wintersteckzwiebeln gesteckt und über den Winter wachsen lassen. Und die haben sich inzwischen recht gut entwickelt. Ich will sie allerdings nicht zu Speisezwiebeln auswachsen lassen, sondern ernte sie dann jetzt in den nächsten Wochen bei Bedarf als Frühlingszwiebeln. Hier im Vertikalbeet hatte ich vor dem Kälteeinbruch noch Salate gepflanzt, aber allerdings nicht geschützt, sodass ein paar äußere Blätter dem Frost zum Opfer gefallen sind. Die Herzen der Salate scheinen aber noch intakt zu sein und ich denke mal, dass hier relativ schnell wieder neue Blätter austreiben werden. Ich hoffe, dass die letzten 2 Wochen bei euch keinen allzu großen Schaden angerichtet haben und wünsche euch viel Spaß und eine erfolgreiche Balkongartensaison. Eure Tina.